Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu F1 2014. Heute mal wieder auf Deutsch, nachdem wir im letzten Mal bei der Comeback-Folge unserer Saison hier in F1 2014 es mal eine komplette Folge auf Englisch versucht habe, bei dem ich sagen muss, dass Englisch war noch das Beste an der letzten Folge. An der Stelle schon mal sorry für dieses beschissene Rennen. Aber es ist wirklich gar nichts gegangen. Das Lenkrad, was ich benutzt hatte, war so schön eingestellt auf das Spiel. Und als ich dann im Karrieremodus hier war, lief gar nichts mehr plötzlich. Der Lenkeinschlag war nicht mehr so, wie ich das gehabt habe. Gar nichts mehr war so, wie es eingestellt war. Bisschen ernüchternd. Und ich habe das Rennen dann früher oder vorzeitig abgebrochen, eigentlich auch nicht mein Stil ist, aber ich war schon so auf 180, nur ich konnte es Englisch nicht ausdrücken richtig, weil mir da ein paar Wörter, weil mir da die Wörter gefehlt habe. Ups, jetzt sind wir eins zu. Oh, scheiße, jetzt habe ich es mich vertan. Da bin ich wieder dran gekommen. Ja, deswegen muss ich sagen, sorry dafür. Und ich denke, wir gehen erst einmal in den WM-Stand, ins Klassement. Stelle auch erstmal bei Schwierigkeit wieder alles auf so ein, wie es war. Das dürft ihr ruhig sehen. Ihr wisst ja, dass ich am Anfang ja schon gesagt habe, ich fahre auf sehr leicht. Ja, und ich möchte einfach die Saison, ich habe es im letzten Kanal-Update angekündigt, ich möchte die einfach zu Ende bringen. Und Idealhilfe. Ja, Linie nur in den Kurven. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte diese Saison zu Ende bringen. Und danach soll es vorbei sein mit F1 2014. Ich plane dann keine weiteren Videos mehr von diesem Spiel zu machen. Denn ich werde das dann offscreen weiterspielen, F1 2014. Also das heißt nicht, dass ich das gar nicht mehr spielen werde, aber ich werde keine Videos mehr davon machen. Weil es ist natürlich auch blöd, dann eine Saison zu machen, wieder im sehr, wenn man dann hier, es reicht schon eine ganze Saison im sehr leicht Schwierigkeitsgrad, denn ich gebe es zu, und man hat es ja auch in der 100% Season, in der Dreiviertelsaison, wo ich dabei war, Grüße an Valvorik, Joker und Kenny, hat man ja gesehen, dass ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nicht in der Lage bin, was Vernünftiges zusammenzubringen. Und deswegen werde ich jetzt die Saison natürlich in dem sehr leicht Schwierigkeitsgrad noch zu Ende bringen. Ich ziehe es noch durch. Und danach wird es andere Projekte geben. Im Anschluss habe ich ja schon eine DTM-Saison in Stocker, Game Stocker Extreme DTM-Mode von 2013. Den editiere ich dann noch die Tage. Und ja, wenn ihr dieses Video sieht, dann bin ich noch in Wien. Oder bin gerade, nein, da komme ich gerade wieder zurück. An dem Samstag, wo ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder daheim, aus Wien zurück vom Eurovision Song Contest. Ja, und ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, ich werde zukünftig in jedem Rennspiel, also in der anderen muss ich es umspielen, ich habe mich entschieden, in Rennspiele zukünftig nicht mehr für die deutsche Nationalität zu fahren. Das habe ich auch im letzten Part in Englisch schon gesagt, in Belgien. Das sage ich hier jetzt nochmal auf Deutsch. Also ich werde in Rennspielen in Zukunft nicht mehr für Deutschland antreten. Das hat diverse Gründe. Wer es genauer wissen will, sollte sich mein letztes Kanal-Update anschauen. Ich werde in Zukunft in jedem Rennspiel nur noch für die Schweiz antreten. Also habe die deutsche Rennlizenz abgegeben und werde jetzt unter Schweizer Flagge fahren in Zukunft. Was auch, glaube ich, meine Leistungen entspricht, dass man da für die Schweiz fahren kann.
Ja, und ich denke, wir haben genug gesagt. Das sind die Informationen. Wie gesagt, die restliche Folge mache ich wieder standardsgemäß auf Deutsch. Es sei denn, ihr wünscht nochmal eine Folge auf Englisch. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, wir wollen nochmal, dass der Beißler ein Rennen auf Englisch macht. Dann versuche ich das gerne nochmal. Aber wenn nicht, dann bleibt mal auf Deutsch. Ja, und wir sehen hier mal den WM-Stand nach unserem katastrophalen Belgier-Rennen. Ist ja der Hamilton als Zweitplatzierter, hätte ja, glaube ich, der Rosberg gewonnen in Spa, ist der weggezogen, der Hamilton. Und 203 zu 172, ich glaube 32 Punkte Rückstand waren es, bin mir aber nicht ganz sicher. Also wir haben jetzt ein Brett aufzuholen. Ich denke, der Alonso haben wir klar im Sack im Moment, wenn wir gute Ergebnisse bringen. Aber wir haben jetzt ein Brett aufzuholen, über 30 Punkte Rückstand. Hinter mir sind noch die Verfolger Vettel 2 Punkte dahinter, Rosberg 4 Punkte dahinter. Also die jagen mich, nachdem der Rosberg so gut aufgedreht hat. Also die zwei Deutsche jagen mich als Deutschschweizer. So möchte ich mich bezeichnen in Zukunft, Deutschschweizer. Und ja, ich muss alles geben. Die letzte Renne heißt volle Attacke. Sollte doch möglich sein, im Schwierigkeitsgrad sehr leicht doch eigentlich die WM zu gewinnen. Aber schauen wir mal. Konstrukteurs-WM 371, 314, 292. Also Platz 3 sollte sicher sein. Mal gucken, ob wir noch einen Angriff auf Red Bull wagen können auf Platz 2. Das wäre super. Mercedes wird schwierig einzufangen. Ja, da gehen wir mal auf die E-Mails. Nämlich die Infos zum Rennen. Ach du Scheiße. Und es wird uns wohl ein regnerisches Qualifying und ein Regenrennen erwarten. Schade, ich hätte ein Setup gehabt aus der 100% Season noch für Monza, aber das wird im Regen hinfällig. Dann Red Bull. Ja, stimmt, wir hatten ja ein Vertragsangebot mal von Red Bull. Wir erinnern uns, ich glaube, nach Hockenheim oder nach Ungarn haben die uns ein Angebot gegeben für einen sofortigen Wechsel, aber ich habe mich ja dagegen entschieden. Dann teaminternes Duell, können wir hier 7 zu 5, 7-1, 8 zu 4, 10 zu 2. Also ich bin deutlich überlegen im Alonso und das Ergebnis von Spa, ja, braucht man nicht dazu sagen. So, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt einen Rivalen auswählen. Erstmal die Strecke-Info. Wie gesagt, 13 Runden werden uns erwartet. Das ist das Heimrennen für Ferrari im Regen. Aber das sollte eigentlich mir liegen, denn Monza ist ja, wie jeder weiß, meine absolute Lieblingsstrecke. Auch für mich als Nicht-Italiener ist das mein zweites Heimrennen. So, und wir müssen als erstes in dieser Saison einen Rivalen auswählen, den wir besiegen müsse. Und zwar, ja, wir können auswählen zwischen Hamilton, Sebastian Vettel, Rosberg und Ricciardo. Alonso können wir entweder als Teamkollege schon, die anderen sind zu weit weg. Und unser Rivale muss sein Lewis Hamilton. Das ist unser Ziel. Wir müssen Lewis Hamilton schlagen, denn wir wollen ja Weltmeister werden. Im Schwierigkeitsgrad sehr leicht ist es Pflicht, dass man da Weltmeister werden muss, weil man da ja nicht so viel machen muss. Deswegen gehen wir jetzt ins Qualifying mit unserem geskinnten Helm und unserem 97er Ferrari. Wir wissen ja, die Siebe ist schon ein bisschen abgeschnitten, haben wir ja festgestellt. Wie gesagt, diese Saison möchte ich noch zu Ende bringen und dann wird es nichts mehr von F1 2014 geben an Videos. Ich werde es dann nur noch offscreen spielen, weil da ist es dann egal, welchen Schwierigkeitsgrad ich fahre. Aber hier in der Öffentlichkeit könnte man schon den Eindruck bekommen, der Beißler ist zu blöd zum irgendwas machen. Aber ich habe in dem Schwierigkeitsgrad angefangen, ich werde damit aufhören, den Schwierigkeitsgrad aus dem Pilot-Koop, also aus dem 100% Rennen möchte ich mir lieber schenken, der war nicht so gut. Möchte aber an der Stelle Novian Armani, Niklas Luger, Cemp und Jake grüße, sowie auch die anderen. Ausgewogenes Setup. Ich gehe aber im Regen auf ein volles Top-Speed-Setup. Ich hoffe, das funktioniert. Da sehen wir die 97 geht wieder auf die Strecke. Die 97, auch der Helm, da habe ich ja auch die Schweizer Flagge mit eingeprägt.
Und die 97 auf dem Helm habe ich ja alles mit Photoshop Design. So. Boah, da muss man aufpassen. Rutsch mal raus. Aber können uns noch vor einem Mercedes behaupten? Im Regen in Monza. Elfter müssen wir werden im Qualify nach dem desaströsen Grand Prix von Spa. Grüße an den Novien, eine seiner Lieblingsstrecken. Monza hatte ich auch bisher eine meiner besten Qualifying-Platzierungen im 100%-Rennen. Ne, die hatte ich sogar in Spa, komischerweise. Allerdings nicht mit dem Lenkrad. Da schwemmt es uns weg. Wir haben natürlich ein Highspeed-Setup. Vor uns unser Rivale Lewis Hamilton. Er ist der Rivale. Es kann nur ihn geben. Er muss geschlagen werden. Er ist der WM-Führende. Ihn gilt es anzugreifen in den letzten Rennen. DRS natürlich gibt es keins im Qualifying, weil wir ja im Regen fahren. Sechzehntel, ja, man merkt mal schon. Wir werden wohl stark auf ein Regen-Setup gehen müssen im Rennen. Denn im Rennen soll es ja auch regnen. Und zwar, glaube ich, stärker als im Qualifying. Das muss man gucken. Regnerische Bedingungen. Müssen dranbleiben am Hamilton. Die Pole Position wird es nicht in Monza. Aber ein Platz in der ersten beiden Startreihe muss sein. Was wird es für ein Startplatz geben? Hamilton holt die Pole. Oh nein, was für ein Scheiß Startplatz. Startplatz 10. Oh, ist das eine Scheiße. Habe zwar unser Ziel erreicht. Mindestens 11. Aber das war ein Grotte-Startplatz. Ziel damit erreicht, wenigstens etwas, aber hier sieht man die Schweizer Flagge übrigens. Das Helmdesign ist aus dem Supla-Helmpaket, habe ich aber nur ein bisschen individualisiert, nämlich mit meiner Schweizer Flagge und meinen Initialen und der Startnummer. So wie es im Reglement ja ist, dass die Startnummer auf dem Helm zu sehen sein muss. Und den Ferrari, ich habe ja den Raikön Ferrari, habe ich einfach aus der 797 gemacht mit Photoshop, nur ein bisschen zu groß. Und hab anstatt Wachei oder was da für ein komischer Sponsor war, hab ich Coca-Cola drauf gemacht. Passt ja von den Farben auch zu Ferrari. So, hier können wir auf unser Trockensetup bauen. Hier können wir gute Chance jetzt vielleicht von Startplatz 10 was zu reißen. Regenwahrscheinlichkeit ist bei 25%. War anders angezeigt in meine E-Mails, aber gut, 25% ist nicht viel, 13 Runde. Wir werden einfach Risiko gehen und mal unser Setup laden. Hier kann man das von oben sehen mit dem Coca-Cola und man sieht, die 97 ist ein bisschen nach rechts gerutscht. Besser gesagt, die ist zu groß geworden, deswegen ist die 7 wegen abgeschnitten. Sag nur Forza Ferrari und ich habe noch das Monza Setup aus dem 100% Rennen. Ich zeige euch das mal kurz. Das war das Setup, mit dem ich auch das 100% Rennen damals bei Valvoli, Kenny und Joker gefahren bin. Also an dem Motor kann man ja nichts machen. Spurtreue. Ja, Parkfamilie ist auch an. Rennstrategie 7, 7 Marmax Runde 7. Und dann machen wir mal Go auf die Strecke, liebe Zuschauer. Startplatz 10. Gut, geht noch schlimmer. Siehe das Video First Time in English in Belgien. Da haben wir es doch geschafft, auf 22 zu stehen. Aber ihr müsst Belgien abhaken. Es gilt jetzt den Marsch zur Blase. Aufholjagd auf diesen Herrn hier. Lewis Hamilton, gleichzeitig unser von uns gewählter Rivale, Alonso sogar vor uns. Der hat uns mal wieder im Qualifying geschlagen. Damit steht es 7 zu 5. Nicht nur alle wollen das gute Ergebnis sehen, sondern der Beißler auch. Die Ampeln. Und dann sind wir gestartet zum großen Preis von Italien hier in unserer F1-Saison. Vor uns Massa im KFC Williams. Da staubt es doch schon gewaltig. Das ist schlecht. Komme da gar nicht weg. Werde hier eingeklemmt. Schlechter Start. Werde da eingeklemmt, liebe Zuschauer.
können uns jetzt aber an Massa vorbei pirschen, vielleicht auch noch an Valtteri Bottas. Und an Jensen Button kommen wir auch noch vorbei. Was ist das hier? Oh, was ist denn hier passiert? Riesen Aufhaltaktion. Ja, da ist einer weggedreht. Ich glaube, das war Vettel im Red Bull. Da hat sich Vettel, hat die aufgehalten und jetzt bin ich schon Vierter. Aber das reicht nicht. Denn so würde der Hamilton natürlich wieder massiv Punkte aufbauen. Oh, gekartet, ja. Sorry dafür. Und schon wieder. Oh, irgendwie funktioniert es mit dem Lenkeinschlag nicht richtig hier. Ich hoffe nicht, dass der da Lenkeinstellungen hat von. Ich will mal kurz gucken, dass der da Lenkeinstellungen hat noch von dem Lenkrad. Xbox-Controller. Ne, da sollte es eigentlich okay sein. Weil es fühlt sich ein bisschen komisch an, das Lenke. Aber vielleicht ist es einfach auch, weil der Beisatz doof dafür ist oder das F1 nicht mehr spielen kann. Wie gesagt, konzentrieren wir uns auf Rennen. Die Einstellungen passen ja. Wir gucken mal, was mit dem Regen noch passiert. Bin jetzt mal auf volles Speed-Setup gegangen. Oh, das ist schlecht. 15 Minuten leichte Regen. Das Setup ist aber nicht auf Regen ausgelegt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, es wird uns Regen erwarten. Und der Beißler hat es hier mit dem Highspeed-Setup versucht. So, vor uns ist jetzt Fernando. Beißler ist faster than you, Fernando. Und gekartet, entschuldige. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass der Lenkeinschlag auch bei dem Controller nicht so richtig ist. Aber ich bin schon so Project Cars gewöhnt. Habe ja jetzt seit letzter Woche Project Cars. Ein ganz geiles neues Rennspiel. So, vor mir sind die beiden Mercedes. Ich muss die kriegen. Hamilton ist der Mann, den ich eigentlich, vor dem ich eigentlich ins Ziel kommen muss. Ich muss gewinnen hier an Monza. Mal gucken, ob das gelingt. Wenn der Regen nachher kommt, kann man mit dem Regen pokern? Fragezeichen. Das wäre natürlich eine geniale Strategie, wenn man das könnte. Beißler im Ferrari holt auf die beiden Mercedes. Im Moment wäre DRS aktiviert. Ja, dass ja noch nicht regnet. Oh, da vorne die beiden Mercedes. Und da Beißler wieder schnellsten Rot. Oh nein, da drehe ich Hamilton um. Oh je, das ist. Da hat es ein Alonso in die Karte gespült. Kann man das nochmal sehen? Ich wollte es nochmal anschauen, wie das war, aber kann es nicht mehr sehen. Schade. Ich hätte es gern nochmal gezeigt in der Wiederholung. Wo ist denn die Kameraperspektive? Na gut. Hamilton wurde da ein bisschen unsanft und da kann man wirklich sagen, umgedreht von mir. Das war so nicht beabsichtigt. Das war zu viel des Guten, da wollte ich reinstechen. Und da entschuldige ich mich bei allen Zuschauern und dass ich schon wieder die Schikane kann. Irgendwie kriege ich das Auto nicht um die Kurve. Also ich entschuldige mich hier an der Stelle auch schon mal an Kenny, falls er sich das auch angucken sollte. War eine dumme Aktion, da habe ich Hamilton rausgekegelt. Der ist jetzt irgendwo ans Ende dieser Gruppe gefallen. Rosberg hat es da auch erwischt, der ist da auch hängen geblieben. Also beide Mercedes erwischt. Blöd, liebe Zuschauer. Jetzt werde ich natürlich wieder rankommen an der Hamilton mit der dummen Aktion.
Das war auch sehr optimistisch. Da waren die beiden Mercedes. Ich bin da voll reingestochen. Und das konnte nicht gut gehen. Drei Autos, die in diese erste Schikane einbiegen. Hamilton hat es auf Platz 8 zurückgesetzt. Das konnte nicht gut gehen. Rosberg hat da noch Glück. War zu optimistisch und da musste es passieren, dass einer von denen beide da gedreht wird. Oi, 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 oi. Blöde Aktion. Aber der Hamilton wird sich schon noch nach vorne arbeiten. Zum ersten Mal treffe ich jetzt die Schikane in dem Rennen. Bottas ist jetzt Zweiter. Alonso ist wohl an die Box gegangen. Button ist Dritter durch das Chaos im McLaren Honda, also in dem McLaren mit dem Toshiba-Skin, den ich an der 100%-Saison gefahren bin. Ja, müssen wir jetzt abwarten, was der Rege macht. Ich will ja mit dem pokern, dann da reingehen, wenn der Rege kommt. So versuche, so viel Vorsprung herauszufahren, wie es nur geht. Ah, der Alonso ist da nur Fünfter jetzt. Ja, Hamilton bleibt immer noch auf der 8 hänge. 10 Minuten leichter Regen. Ja, das könnte natürlich wieder die schnellste Runde. Das könnte natürlich zu Rennende dann sein. Ja, wir fahren ja nur 13 Runden. Das könnte gegen Ende des Rennens passieren. Vielleicht dann genau zum Reifewechsel. Das wäre natürlich ideal, wenn das dann passiert. Aber der wäre ja in 5 Runden der Reifenwechsel. Das sagt die Temperaturanzeige. Sprit ist plus eine Runde, ist optimal. Nein, oh nein! Leck mich doch am Arsch! Gibt's denn das? Die Ausgang der Lesmo vermurkst, der ganze Vorsprung dahin. Jetzt überhole die mich. Ja, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der Lenkeinschlag von dem Controller scheint nicht mehr ordentlich zu sein. Also ich sag euch, ich bin froh, wenn ich das F1 beendet habe. Freue mich dann eher auf die DTM-Saison. Mir liegt sowieso generell Tourenwagen mehr als ein Formelauto. Habe ich letztens auch offscreen festgestellt, dass ich mit einem Tourenwagen oder einem GT-Auto besser zurechtkomme. Wer sich das Super Tourenwagen Cup angeschaut hat, der weiß, was ich meine. Jetzt muss ich natürlich versuchen wegzuziehen. Ja, Hamilton hängt immer noch an der Gruppe fest. Die Frage ist, wann gehen die zur Box und wann kommt vielleicht der Regen? Ja, natürlich erst in den letzten 2 Runden kam. Dann brauche ich nicht mehr wechseln. Das erinnert mich so ein bisschen an das 100%-Rennen hier in Monza. Da gab es ja auch eine Regenchance von, glaube ich, 29%, wenn ich mich noch recht erinnere. Und da hat es ja auch in den letzten 5, 6 Runden erst angefangen zu regnen. Hier Ausgang der Lesmo habe ich den Scheitelpunkt, den Apex, nicht getroffen. Ein selten dummer Fehler. In früheren Codemasters-Teilen hätte man hier eine Rückblende verwendet. Da hätte ich das gemacht. Offscreen, aber das machen wir hier nicht. Wir sind ja hier kein Rückblendefahrer. Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns wieder absetzen. Der Himmel zieht langsam zu mit unserem Coca-Cola-Ferrari. Gern mal den Abstand auf Hamilton gehabt. Der hängt ja immer noch. Jetzt hat er mal einen überholt. Nein, immer noch Achter. Ja, ich möchte aber noch nicht gern diese Runde reinkommen, weil das mir ein
bisschen zu riskant scheint, was mit dem Regen ist. Bottas und Rosberg hat Button jetzt geschnappt. Also Rosberg ist ja auch ungefähr. Gut, wenn ich vor Hamilton ins Ziel komme und nicht gewinne, ist auch okay. Normal hätte ich diesen Sieg hier gar nicht verdient nach der Kollision mit Hamilton. Aber mein Gott, es war ja nur Hamilton. Der kann das abhaben. Was Coulthard? Ich verstehe immer noch Coulthard. Der sagt Bottas, aber er versteht immer noch Coulthard. Deswegen habe ich vorhin schon mal gedacht, Coulthard, er fährt doch hier gar nicht mehr mit. Ja, man merkt schon, die hintere Reife sind sehr beansprucht von mir. Weil ich... Ich will aber noch ein bisschen gampeln. Und vielleicht hoffen, dass der Regen kommt. Irgendwann werde ich an die Box müssen, liebe Leute. Ich kann es nicht verhindern. Aber so spät wie möglich. Hamilton hängt fest. Also für einen Undercut müsste er jetzt reinkommen, Hamilton. Wenn er einen Undercut versuchen möchte. Hamilton nunmehr Elfter. Der war an der Box. Vermute ich mal. Gut, dann werde ich, die scheinen auch weg zu sein hinter mir. Okay. Na, ich muss einmal an die Box. Vielleicht soll ich das jetzt tun. Was sagt die Differenz? Ah, scheiße, Kurve nicht gekriegt. Bleib hängen. Ja, ich muss jetzt in die Box. Der Regen, man weiß ja nicht, wann der kommt. Kommt der dann vielleicht erst... Die letzten 3-4 Runden, das habe ich im 100% Rennen gesehen, das kann man schaffen mit Slicks, aber wir müssen rein. Sonst ist der Vorsprung weg. 28 Sekunden. Ja, die waren an der Box. Also der Beißler nützt die Gunst der Stunde, muss jetzt halt auch rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Die Runde mehr, die der Beißler jetzt gefahren hat. Und dann hoffen wir, dass der Regen vielleicht erst 3 Runden vor Schluss kommt. Weil jetzt auf Intermediates zu gambeln wäre schlecht. Aber die Reifen sind halt auch im Arsch, sag ich mal so. Die sind immer so gut. So, liebe Zuschauer. Boxenstopp. Der Beißler macht jetzt eine Runde später als geplant den regulären Boxenstopp. Komme jetzt erst Hamilton 7. Ja, die komme jetzt erst über die Kurve. Also da hat mir die eine Runde mehr was gebracht. Aber jetzt die bange Frage, wann setzt der Regen ein? Ich vermute, so 3 Runden vor Schluss wird es anfangen zu tröpfeln. Aber da sollten wir das ins Ziel schaffen. Ich weiß noch, im 100% Rennen in Monza damals, da waren 6 Runden vor Schluss, als es regnete. Und da sind wir auch noch mit Slicks durchgefahren. Da habe ich Alonso nur nicht geschlagen im McLaren, weil ich da eine Zeitstrafe hatte. Bin deswegen knapp hinter ihm rausgefallen. Es war aber ein herausragendes Rennen. Hier war das Rennen überschattet von der Überholaktion in der... Ja, war ich gar nicht mehr. 4., 5. Runde, als die beiden Mercedes sich gegenseitig überholen wollte. Rosberg setzte zum Angriff auf Hamilton an. Ich kam angebrauscht, doch stach auch noch rein in die Lücke und konnte natürlich nichts mehr machen und habe Hamilton umgedreht. Normalerweise müsste es dafür eigentlich eine Strafe geben, aber ich habe es ja im Schwierigkeitsgrad gar nicht an, die Strafen. Aber das darf nicht passieren, das war eine dumme Aktion, dass ich da noch reingestochen bin. War schon Divebomb-mäßig und das ist eigentlich auch nicht das, was wir sehen wollen.
Hamilton hat sich jetzt vorgearbeitet. Er war ja früher an der Box, Sechster. Schadensbegrenzung für den Hamilton. Der wird natürlich massig verlieren. Aber die nächste Strecke ist Singapur. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Rosberg hat sich jetzt an Bottas vorbeigeschoben. Auch der hält wieder Anschluss. Wird aber auf der Beißler 7 Punkte verlieren. Er war ja nur 4 hinten dran. Aber wird Vettel kassieren, denn er ist ja beim Start schon hier in Schlingern gekommen und hat die alle aufgehalten, was mich so weit nach vorne gespült hat. Also Rosberg könnte WM Platz 3 übernehmen. Hinterm Beißler. Aber Vettel damit überholen. Und jetzt sehe ich hier leichte Tropfen, liebe Zuschauer. Genau wie ich es gesagt habe, 3 Runden vor Schluss fängt es leicht an zu tröpfeln. Ja, jetzt sieht man es. Ich hoffe, man sieht das. Aber das sollte machbar sein. Ja, Singapur das nächste Rennen und dann glaube ich Suzuka. Oh, Singapur sehe ich mehr Hoffnungen, vor allem mit dem Schwierigkeitsgrad. Mehr Hoffnung als im 100% Rennen und in Suzuka, da habe ich gar keine Hoffnung. Die Strecke liegt mir nicht so in Codemasters Spielen. In anderen Rennspielen bin ich gut zurechtgekommen, aber in Codemasters Formel 1 sein habe ich in Suzuka immer mal Probleme gehabt. Zwei Runden noch, liebe Zuschauer. Hab irgendwie untersteuern. Das Auto lenkt nicht ordentlich ein. Ich glaube, das nennt man untersteuern. Schreibt in den Kommentaren, ob das untersteuern. Übersteuern wäre, wenn das Heck ja zuerst kommt. Aber ich habe eher untersteuern hier in diesem Rennen. Hab natürlich auch ein aggressives Setup. Mir haben sie ja am Anfang gezeigt vom Rennen. Wieder, da kommt die Achse komisch. Also ich bin nicht, also in Wirklichkeit will ich eigentlich nicht wirklich die Strecken immer karten, aber irgendwie massives Untersteuern jetzt zum Schluss. Die Bremse kommt dann immer zu spät und ich kann die Kurve nicht einlenken ordentlich. Ja, und Hamilton hat sich dann vor... Ah, schon wieder. Jetzt war es übersteuern. Kam nicht in die Kurve rein. Zwei Runden noch. Ja, eigentlich der Sieg nicht verdient. Das ist ein Sieg mit einem etwas fader Beigeschmack. Weil, wie gesagt, diese Überholaktion in Runde 4... Rosberg gegen Hamilton, ich stech da rein und dann war kein Platz und ich triff Hamilton und dreh ihn um. Ist natürlich nicht fair, bringt dich in der WM wieder näher ran, klar, aber wir haben jetzt auch immer mehr leichten Regen, aber ich glaube, die Strecke sollte nicht mehr so nass werden, dass wir nochmal wechseln. Mein Stick funktioniert noch. Aber der ist ein bisschen aufgelöst, der Stick. Ja, der eine Stick ist schon so ein bisschen, da hat sich schon wegen aufgelöst. Aber solange der Controller noch geht, brauche ich keine neue. Wie gesagt, das habe ich nach dem einen Lenkrad-Desaster wieder auf Controller umgestellt. Letzte Runde, Final Lap. Hamilton wird noch auf 6 ins Ziel kommen. Ja. Zweiter wäre er mindestens vielleicht geworden, wenn ich ihn nicht umgedreht hätte. Also
Ist natürlich ein bisschen Beigeschmack, dieses Monza-Rennen. Aber ich kann mich trotzdem freuen, weil es ist das zweite Heimrennen. Der Regen wird langsam stärker, aber in der letzten Runde sollte das reichen, um zu gewinnen. Boah, hat man die Bremse gehört? Der lenkt nicht mal ordentlich ein. Gleich haben wir es. Bottas wird Dritter, aber ein starkes Ergebnis, begünstigt natürlich durch die Hamilton-Geschichte. Aber Rosberg am Ende Zweiter, der Profiteur. Ist auch hängen geblieben hinter Hamilton. Aber hat sich dann noch auf Platz 2, das ist natürlich eine super Sache. Wir biegen ein in die letzte Kurve. Parabolica. Auch diese Kurve hier. Und dann kommen wir nochmal aufs Gras. Aber das ist der Sieg, liebe Zuschauer. Sieg in Monza. Sieg in Monza. Aber meine Freude hält sich ein bisschen in Grenzen. Hier sieht man das MB, die Initialen auf dem Helm. Sensationeller Sieg von Michael Beisler aus der Schweiz. Allerdings etwas unverdient, wenn man das betrachtet, was mit Hamilton passiert ist in Runde 4. Aber trotzdem kann ich mich freuen. Irgendwie. Hamilton kriegt 8 Punkte. Ich 25. Also über 10 Punkte hole ich jetzt mit dem Rennen auf. Bottas 3, Button 4. Dann Alonso, Hamilton, Ricciardo, Massa, Perez und Hülkenberg. Da jubelt der schon ausgelassen. Gibt's ja gar nicht. Ich habe aber den Abstand durch dieses dumme Manöver auf von über 30 Punkten auf 14 reduziert. Rosberg, wie ich es erwartet habe, hat WM Platz 3 übernommen. Ist seinerseits aber auch 25 Punkte. Also auch noch ein Sieg hinter Hamilton. Also Rosberg ist noch nicht weg vom Fenster. Der hat starke Rennen gehabt zum Schluss. Jetzt Vettel 41 Punkte, Ricciardo 61. Die beiden Red Bull sind dann etwas weg. Alonso 6. Bottas, Massa, Magnussen und Hülkenberg. Ja, und damit gelang uns doch der Angriff nach nur einem Rennen wieder auf Red Bull. Klar, weil Vettel ja auch irgendwo gestrauchelt ist. In dem Rennen am Anfang ist er ja auch irgendwo weg. Der hat sie ja alle aufgehalten und dann bin ich ja da bis auf Platz 4 vorgekommen, nach dem etwas verhaltenen Start. Aber die Konstrukteurs-WM wird schwierig. 397 zu 327, 70 Punkte, das ist schwer aufzuholen. 77 Red Bull, also gegen die ist der Kampf um Platz 2. Williams festigt weiter Platz 4 mit dem dritten Platz von Bottas. McLaren, Force India, Lotus und Toro Rosso. Sauber hat wie in Real noch keine Punkte, genauso wie Marussia und Caterham, obwohl Marussia ja Punkte hatte in Real. Ja, da sieht man mal den Helm, da sieht man die 97. Ja, ich freue mich etwas verhalten. Wie gesagt, war nicht so ganz fair, der Sieg jetzt herausgeholt. Aber trotzdem, wir werden uns anstrengen. War ein wichtiger Sieg, war ein Zurückkommen nach dem Desaster, das wir in Spa erlebt haben. Ich sehe mal emotionalen Szenen beim Sieg von Beisler. Beim Sieg von Beisler in Monza. Der erste Rennsieg, das stimmt aber nicht so ganz. Das liegt daran, durch die 100% Rennen und so, Karrieremodus lang nämlich gespielt, dann das ist eigentlich schon unser, jetzt mal überlege, wir haben gewonnen in Malaysia, in Shanghai, in Bahrain. Dann haben wir gewonnen in Kanada, Österreich. In Ungarn. Also müsste unser 7. Sieg sein, den wir hier schon geholt haben.
Ja, und hier sieht man das, die Aufstellung. Also Alonso an der linken Seite, dann ich und rechts natürlich der Rivale Hamilton. Klar, es kann nur einen geben, den wir hier schlagen müssen. Ja, und dann haben wir schon zwei Vertragsangebote bekommen. Von Marussia und von Caterham. Wie süß. Können wir gleich vergessen, wollen wir nicht. Ja, und ich würde mal sagen, das war's, liebe Zuschauer. Wir sehen es oben. Singapur, Japan, Russland, USA, Brasilien und Abu Dhabi. Also das sind insgesamt noch sechs Rennen, die wir zu bestreiten haben. Und da ist noch alles möglich. Und in Singapur muss es weiter bergauf gehen, wenn wir die Chance haben wollen, Hamilton noch abzufangen. Es sind ja nur noch 14 Punkte, also es ist noch alles möglich. Ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Am Mikrofon war der Bundesbeißler. Ich sage Keep Racing und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederlorge.